Ich bin nicht da für meine Familie. Ich lasse sie im Stich. Und ich bin der Vater. Meine Frau ist schwanger, aber ich gammel hier rum. Ne? Und ich habe immer gesagt, das, was ich nicht kriege, kriegen meine Kinder. Guck mal, Kevin, wie wär's, wenn du hier ausziehst? Aber wohin? Einfach stumpf hinsetzen und irgendwo hinfahren. In eine ruhigere Stadt. Es gibt auch solche Kliniken wie Bauernhof. Kennst du das? Der ist doch ruhiger. War ich schon, 2-3 Mal. Da auch? Ja, das habe ich ausgehalten, 3 Wochen und bin abgehauen. Bin zu Fuß 100 Kilometer gelaufen, für Kokain. Heftig. Ich sag Ihnen ehrlich, es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Nur wenn du wirklich der Meinung bist, du möchtest es schaffen. Ich kenne nur eine Person, die das geschafft hat. Geraucht und nie wieder irgendwas genommen. Ne? Wer war das? Ich hatte meine Freundin. Aber schon lange her. Die hat 4-3 Mal geraucht und das Zeug nie wieder angefasst. Wie geht sowas? Ich habe einen einzigen Kopf geraucht und war fest wie eine Handbremse. Ich hatte kein Fleisch mehr unter die Füße, ich hatte gar nichts. Oh Gott. Wie war der Tag, wo du das erste Mal ins Gefängnis gekommen bist? Wie hast du dich gefühlt? Oh, ich komme da besser klar wie draußen. Fühlst du dich auch körperlich wahrscheinlich besser, ne? Bei mir läuft es eigentlich so, ich kann in meine Hand pusten und krieg Arme. Ich esse nur und krieg davon wirklich, normal wiege ich 110, 112 Kilo. Ich bin eigentlich ein guter, gut gebauter, frag ihn. Digga, wenn ich anfange zu trainieren, Digga, schaffe ich das. Aber sobald sie mich entlassen, ich arbeite im Knast, ich reiß mir den Arsch da auf. Ich bin Maler und Lackierer. Ich habe im Knast viel gelernt, muss ich sagen. Hier draußen habe ich einen Scheiß gelernt, mir hat keiner geholfen. Aber drinnen, ich habe ein Anti-Aggressionstraining gemacht, 3 Stück. Ich habe eine Gebäudereinigung-Ausbildung gemacht, einen Gabelstaplerschein habe ich 2-mal gemacht. Aber ich habe, mein Führungszeugnis ist länger wie, weiß ich nicht, von hier bis Neugraben. Und damit, dir hilft keiner, keiner. Und wenn kriegst du eine Arbeit, Alter, Säcke schleppen im Hafen, 80 Kilo. Das machst du 2 Wochen und dann bist du am Arsch. Die Leute versuchen dich nur auszunutzen. Entweder du haust hier ab oder es macht echt in deinem Kopf Klick, du willst dich ändern. Aber schon, ich war das 4. Mal im Erwachsenenknast und 6-mal im Jugendknast. Wo war das denn, Erwachsenenknast? In welcher Stadt? Wie heißt das? Einmal, ich war in Santa Fu, Anstalt 2. Santa Fu? Santa Fu. Santa Fu. Ja, hier in Hamburg. Genau. Das war der schlimmste Knast hier. Und dann in Bilwerda. Das ist in Bilwerda Moorfleet. Aber da sind ganz ehrlich, 85% sind nur Junkies da. Ne? Die nehmen mehr Drogen wie draußen, die sind nur am Schmuggeln. Ne? Die Ausgänger, wenn da Ausgänger gibt, die schieben sich ein Kilo Koks in den Arsch. Ne? So, und das interessiert da keinen. Die versuchen das, aber keine Chance. Ne? Die Leute spritzen da, verstecken ihre Spritzen überall. Wir machen selbstgebrannten Alkohol im Knast. Ne? Die Leute werden da misshandelt, denen werden Besenstiele in den Arsch geschoben, in der Dusche. Nur weil sie dich in der Reihe angerempelt haben. Einer hat sein Essen nicht bekommen, Kollege von mir. Hat sein Essen nicht bekommen, hat ein Messer genommen und hat den Ausarbeiter einmal ins Gesicht gestochen. Ne? Komplett eine Narbe hier. Und einen Tag vor seiner Entlassung. Und direkt wieder 4 Jahre gekriegt. Ne? Aber da ist wirklich auch, für Stoff, die Leute sind vom Besuch gekommen, haben Drogen. Ich bin direkt mit 2-3 Leuten in die Zelle gegangen, hab die kaputtgeschlagen und hab dir den Stoff weggenommen, ne? Im Knast gibt es Subutex. Subutex. Eine Tablette kostet hier draußen 4-5 Euro. Da drinnen kannst du von 50 bis 100 Euro für eine Tablette nehmen. Und die Tablette ist nur so klein. Aber alle sind hinter dem Zeug her, ne? Und dafür gehen sie über Leichen, ne? Das ist, weiß ich nicht. Auch, die hauen sich, da gibt es nur 3 Herdplatten für 52 Leute. Also du weißt, dass da, Alter, einer nimmt kochend heißes Wasser und schmeißt das den anderen Araber ins Gesicht, weil der an der Kochplatte ist. Komplett verbrannt, wegen einer Herdplatte. Ne? Wird in Ohr gestochen, Digga, so ein Messer, einfach ins Ohr gestochen, Digga. Alter, ne? Gibt's da welche, Alter, die haben geheiratet auf ISO, ne? Und gegenseitig in den Arsch. Und all so eine Sachen, hey, Alter, das geht da ab, das interessiert aber auch keinen. Hauptsache, du lässt die Beamten in Ruhe, dann kannst du da machen, was du willst. Das sind ja Beamten nett zu dir gewesen? Die Beamten sind korrekt, aber die Beamten, ja, die Beamten machen auch nur ihren Job.
Die meisten machen da einen Auftrag, gehen jeden Tag in deine Zelle und versuchen irgendwas zu finden. Nur um dir einen Gelben zu kriegen. Ein Gelber heißt ein Tag ISO. Oder nehmen dir eine Woche im Fernsehen weg. Alter, wie ein kleines Kind, ob du im Kindergarten wärst, ne? Einkaufssperre, du darfst einen Monat nicht einkaufen. Also musst du jemanden hauen und abziehen, um an die Sachen ranzukommen. Ja, das ist, Alter, der weiß ich nicht, der Knast weiß ich nicht. Ich fühle mich da wohl, ne, Alter, aber ich habe auch jedes Mal alles, ne. Hast du jemanden, der dich im Knast besucht? Ja, ich hab normal eine Frau, 3 Kinder, meine Frau ist schwanger im 7. Monat. Aber im Moment, ja, läuft es nicht so gut, ne. Hat mich rausgeschmissen. Ja, und seitdem versuche ich mich wieder durchzuboxen, ne. Sie will, dass ich nach Hause komme. Aber kann ich nicht. Wenn deine Frau dieses Video sieht, möchtest du ihr was sagen? Nein, das sage ich ihr jeden Tag schon. Sie weiß schon. Und sie weiß, ich will mich ändern, aber ich schaffe es nicht alleine. Ich habe eine gute Frau. Ehrlich. Die nimmt keine Drogen, die raucht nicht mal Zigaretten. Ist für die Kinder, da raucht sich den Arsch auf. Und ich bin der Vater. Ich habe immer gesagt, wo ich klein war, ich habe viel Schläge gekriegt. Mit dem Totschläger. Mein Bein war schon gebrochen, mein Vater hat mich verprügelt. Mein Vater war aber auch ein Bär. Und ich habe immer gesagt, das, was ich nicht kriege, kriegen meine Kinder. Und das haben wir auch so gehalten. Ne? Aber ich bin nicht da für meine Familie, ich lasse sie im Stich. Meine Frau ist schwanger, aber ich gammel hier rum. Ne? Weil der Stein, das Kokain, wichtiger für mich ist. Das längste, was ich war 7 Tage unterwegs, ohne zu schlafen. Irgendwann bin ich umgekippt und habe ich kleine grüne Männchen gesehen, die mir mein Portemonnaie geklaut haben. Ja, dann hat das Krankenhaus mich abgeholt, Alter, 41 Fieber. Er sagt, nach zwei Stunden länger wäre ich gestorben, halt, ne? Oh, ich war schon 3-mal tot, ne? Ich hab Glück gehabt, dass ich hier noch sitzen kann. Ich weiß nicht, ob das Glück ist oder eine Bestrafung. Ich kann es dir nicht sagen, ne? Aber. Was hast du Weihnachten gemacht? Weihnachten? War ich bei meiner Mutter, ne? Auch das erste Mal nach 15 Jahren. Silvester, wo warst du? Silvester war ich hier am Drop-In, ne? Ja, und hab Stein geraucht, ne? Was ist das Schönste, was du im Laufe des letzten Jahres erlebt hast? Nichts. Ehrlich, nichts. Wenn ich meine Kinder und meine Frau sehe. Ich könnte sofort nach Hause. Aber dafür muss ich clean sein. Vorher darf ich nicht mehr nach Hause gehen. Es gibt viele Jugendliche, die glauben, dass wenn man Drogen etwas anfängt zu probieren oder einmal probiert, dass das nicht schlimm ist. Aber die ziehen einen. Ich habe einmal probiert. Und bin seit 20 Jahren hier. Einmal probiert. Einmal probiert. Und mein Leben ist gekriegt. Einmal. Alter, einmal. Man sagt immer, einmal ist keinmal. Aber das einmal hat mich körperlich vergewaltigt. Entschuldigung, dass ich hier rumflende, aber ey, ich habe Depressionen. Ich denke öfter über den Tod nach wie was anderes. Das ist nicht mehr gesund. Ne? Ich habe echt Angst. Aber ich habe nicht die Eier dazu, mir das Leben zu nehmen. Das ist das Problem. Sonst wäre ich schon längst weg. Ich weiß nicht. Ich habe Kinder, alles, aber wie kann man nicht für seine Familie da sein? Weißt du? Nur wegen Drogen. Oh. Oh. Ja. Weißt du, sich das Leben zu nehmen, das ist nicht der richtige Weg. Mein Vater hat es auch gemacht. 2015. Stand in der Zeitung, alles. Ne? War ein großer Mann. Beweise deinen Kindern das Gegenteil. Ich versuche es, aber. Ich bin ein Kämpfer, aber ich kämpfe immer an der falschen Front. Und nicht da, wo ich wirklich kämpfen muss. Ich kämpfe nicht für meine Kinder oder für meine Frau oder für mein Leben. Ich kämpfe nur gegen die Leute, die Drogen in der Hand haben. Ich versuche alles, um die Drogen zu kriegen. Ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Zum Glück, ich habe noch nie gespritzt, sonst glaube ich, hätte ich mich schon längst weggehängt. Ich habe schon Clean-Phasen, die gehen eine Woche oder so. Aber dann gehe ich wieder voll ab, ne? Und dann fängt es von vorne an. Und wenn ich meine, ich gehe ab, dann gehe ich wirklich ab. Ich marschiere.
Ich zieh jeden ab, ich stech dich ab, ich stech dich an. Nur für Drogen. Und schon in der Schule. Ich hab jeden abgezogen wegen 50 Pfennig und hast du nicht gesehen. Ich hab das nicht anders gelernt von meiner Familie. Meine ganze Familie, das sind Psychopathen. Nazis und hast du nicht gesehen. Ne, Rassisten. Ich keine Ahnung, wo ich da reingeboren bin, Alter. Ne, aber ich. Man sagt immer, das ist vererbbar. Aber anscheinend, wie du siehst, ist das vererbbar, ne? Ich habe meinen Vater das erste Mal, meinen richtigen Vater, habe ich mit 9 Jahren das erste Mal beim Besen gesehen. Und seine Frau hat nur Heroin genommen. Dann habe ich gesehen, wie mein richtiger Vater einen totgeschlagen hat fast, ne? Mit einem Gummiknüppel von der Polizei. Der Mann, der war schon halb tot, Mann. Hat mein Vater ihn rausgeschoben, Digga, und hat die Tür zu barrikadiert mit so einem Holzdinger, dass die Bullen nicht reinkommen. Und ich mittendrin. Ich hab das gelernt, ich kenne nichts anderes außer Gewalt, Drogen. Ich hab das gelernt, ich kenne nichts anderes außer Gewalt, Drogen. Ich hab viel Schläge gekriegt. Ich hab Totschläge. Ich hab immer gesagt, das, was ich nicht krieg, kriegen meine Kinder. Aber. Ich bin nicht da für meine Familie, ich lasse ihn stehen. Meine Frau ist schwanger, aber ich gammel hier rum, ne? Weil der Stein, das Kokain wichtiger für mich ist.